gehen wir? Wir gehen jetzt zum Dorf zurück. Komm, Schlumpfilu. Es macht keinen Spaß zu wandern, wenn man niemandem helfen darf. Ungezogenes Vögelchen, du hättest dich nicht in dem Baum verfangen sollen. Hey, was machst du denn da? Lass sofort das kleine Vögelchen in Ruhe. Wer oder was bist du denn? Ich hab zuerst gefragt, warum versuchst du das schlumpfige Vögelchen zu fangen, ha? Das ist doch kein richtiger Vogel. Das ist mein aufziehbarer Spielvogel und der ist stecken geblieben. Ach, so ist das also. Soll ich dir helfen, ihn runterzukriegen? Du bist zu klein zum Helfen. Langweilige Laubfrösche. Warum sagt bloß jeder, dass ich für alles und jedes zu klein bin? Oh ja, das sagen sie von mir auch alle. Wetten, wenn wir uns gegenseitig helfen, kriegen wir dein kleines Vögelchen runter? Heb mich hoch! Siehst du? So leicht ist das. Du hast es geschafft. Ich bin Denise. Ich heiße Sissette und ich bin ein Schlumpfli. Das ist meine Puppe Schlumpfilu. Wie kommt es, dass ich dich vorher noch nie in diesem Wald gesehen habe? Na ja, weil ich auch noch nie in diesem Wald war. Deshalb kann ich auch den Weg zurück zum Haus von meinem Onkel Gargamel nicht finden. Gargamel ist dein Onkel? Na ja, so ähnlich. Papi Gargamel ist nämlich so etwas wie mein Papi. Also würde das bedeuten, dass wir Verwandte sind. Das ist klasse! Da wir Verwandte sind, Denise, helfe ich dir, den Weg zu Gargamel zu finden. Ach, wirklich? Toll! Ach, nichts geht über eine kleine Wanderung à la Nanny, stimmt's? Kleine Wanderung? Ich würde eher sagen, eine Weltreise. Ja, Sassette hatte die richtige Idee, früher nach Hause zu kommen. Sassette wollte früher nach Hause kommen, aber sie ist noch nicht hier. Was sagst du, sie ist immer noch nicht hier? Nein, ich habe sie überhaupt noch nicht gesehen. Oh, wo ist sie? Hoffentlich ist alles in Ordnung. Das gefällt mir gar nicht. Beeilt euch, meine Schlumpflinge. Wir müssen den Wald nach Sassette absuchen. Oh nein, nicht schon wieder. La 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 la. Was für ein hübsches Lied. La 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 la. Zusammen bringt das Spaß. Hast du auch etwas gehört? Oh, das ist wahrscheinlich nur Onkel Gargamel, der nach mir sieht. Es sieht aus, als hätten wir sitzen in der Falle. Wir müssen uns schnell was ausdenken. Ich wünschte, wir könnten fliegen, wie dein kleines Vögelchen. Oh, das ist überhaupt die Idee. Steig auf, Sassette, flieg und hol Hilfe. Viel Glück, Sassette. Ich bin zurück, sobald ich jemanden gefunden habe, der uns hilft. Auf einen Vogel zu fliegen? Hey, Vögelchen, dreh dich um und flieg richtig! Sassette, pass auf! Oh nein! Oh. Ich hab dich! Du hast mir das Leben gerettet! Und ab jetzt sind wir die besten Freundinnen! Ja, wir sind die besten Freundinnen. Was für ein ergreifender Moment. Aber nicht so ergreifend wie dieser kleine blaue Leckerbissen, den ich hier habe. Papi Gargamel. Onkel Gargamel, was hast du vor? Nun, ich sammle ein bisschen was fürs Abendessen. Oh, lass mich runter, Papi Gargamel. Du hältst mich viel zu fest, das tut weh. Hey, lass das Fett in Ruhe. Ich werde Onkel Balthasar sagen, dass du gemein zu meiner Freundin warst. Und wenn du gemein zu meiner Freundin bist, dann bist du auch gemein zu mir. Beruhige dich doch, Denise, beruhige dich. Ich würde doch nicht mal im Traum darauf kommen, deiner Freundin irgendwie weh zu tun. Es ist nur, weil ich die liebe Sassette so lange nicht gesehen habe. Deswegen habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen, weißt du? Verdutzter Maulwurf, Papi. Du meinst, du freust dich wirklich, mich zu sehen? Ja, ich schwöre es bei meinem Magen, bei meiner Seele. Aber von dir bin ich ein bisschen enttäuscht, Denise. Wo sind denn deine guten Manieren geblieben, hä? Was habe ich denn getan, Onkel Gargamel? Du hättest die liebe Sassette zu uns zum Essen einladen sollen. Entschuldigung, Onkel Gargamel. Was meinst du, Sassette? Möchtest du mit mir und Onkel Gargamel zum Mittag essen? Und ob ich das möchte, meine beste Freundin? Ja, ich freue mich auch schon auf
auch die Kleine schön gebraten auf Reis. Hallo, Sassette! Hallo, Sassette! Wo bist du? Komm raus! Hallo! Guck mal, was ich gefunden habe! Sieh mal hier! Ah, das sieht aus wie ein Stück Stoff von Gargamels Hemd. Sieht so aus!